Also, dann heiße ich herzlich willkommen heißen zu meinem Vortrag über Thermux. Und wer hat noch nie von Thermux gehört? Wer weiß gar nicht, was das ist? Okay, gut. Dann ist es gut, dass ich das auch erkläre. Aber zuerst mal der Inhalt der Präsentation. Eben, am Anfang werde ich sagen, was ist Thermux? Was kann es alles? Was sind Pakete dazu und dann, wie du nichts nutzen als Betriebssystem. Thermux ist eine Android-App. Man kann es ganz einfach aus dem Play Store herunterladen. Es ist ein Terminal-Emulator und Linux-Umgebung, wo vollkommen auf dem Handy Linux-Umgebung hast, so wie man es eigentlich auf einem Desktop herkennt. Und das habe ich schon gesagt, man kann es von Play Store und F-Droid abladen. Und da man es von F-Droid abladen, heisst es, es ist Open Source. Die Sources sind also auf GitHub sind die verfügbar. Und das hier ist kein VM, es ist keine virtuelle Maschine. Alle Programme laufen nativ im Android innen. Und das unterscheidet sich darum so von anderen vergleichbaren Applikationen wie GNU-Root oder so, wo man dann kann quasi in einer virtuellen Maschine oder in einem abgekapselten System ein Linux laufen. Das hier ist wirklich eine Ergänzung zum Android. Und das Beste ist, das Ganze braucht kein Root. Also wenn man das Handy nicht geroutet hat, weil teilweise wollen die Handys nicht routen, weil man dann Garantie verliert und sonstige Probleme hat, geht das also auch in 99,9% von allen Fällen, die man damit machen will, auch ohne Root. Es ist ein System mit Busybox. Die, die sich mit Routing von Android auskennen, wissen auch schon, was Busybox ist. Oder die, die OpenWRT-Router haben und so. Die Busybox ist Linux, beziehungsweise eine GNU-Umgebung, hat alle die wichtigen Standard-Applikationen, die ein Linux hat, wie ls und cut und ping und all die solchen Befehle, zum Files kopieren, von Ordner machen, Files löschen, sind alle dort drin und das ist vorinstalliert. Das bedeutet, dass die Installationsgröße von Thermux nur etwa 2 MB ist. Was kann jetzt also das Thermux alles? Thermux kann eigentlich wirklich fast alles, was ein normaler Linux-Server eigentlich auch kann. Also es ist eben ein Terminal-Emulator, das heisst, leider gehen X-Apps nicht. Also grafische Applikationen, Sachen mit GUIs gehen halt nicht. Für das muss man dann auf Android zurückgreifen, was das für Apps und andere Applikationen hat. Aber der Rest, für die von uns, die sich fast nur mit dem Terminal bewegen, kann es eigentlich wirklich fast alles. Und im Screenshot, der jetzt hier drauf ist, sieht man, es kann unter anderem LaTeX, den ich gebraucht habe, um die Präsentation, die ich jetzt hier halte, zu schreiben. Die Präsentation, die ich jetzt hier einhalte, ist komplett auf meinem Handy geschrieben worden. Es hat Programmiersprachen, also man kann programmieren in verschiedensten Sprachen. Es hat Python, Ruby, Golang, man kann C kompilieren, es hat Node.js. Es sind eigentlich die wichtigen grossen Programmiersprachen, sind alle auf Thermux vertreten. Man kann Dokumente schreiben mit LaTeX, nicht nur Präsentationen, sondern man kann generell alle LaTeX-Dokumente auch auf Thermux bearbeiten, wenn nicht von Grund auf schreiben. Man kann Daten darstellen mit GNU-Platt. Die so ein bisschen mit wissenschaftlichen Daten müssen umgehen müssen, ist ein Programm, um die Daten darstellen, Graphen zu erstellen und so. Ich selber brauche es nicht, das ist eigentlich, was ich davon gelesen habe. Sie haben mir gesagt, dass das eine wichtige Applikation ist für die, die sich eben in den wissenschaftlichen Kreisen aufhalten. Man kann SSH darauf brauchen, also man kann darauf auf andere Server zugreifen mit SSH.
Es unterscheidet sich von dem her nicht gross von anderen Android-Apps, die ihr vielleicht auch schon kennt, wie ConnectBot oder Juice SSH. Aber es unterstützt auch gleichzeitig auch noch Mosh. Und Mosh ist eine SSH-Erweiterung quasi, wo man für Mobile-Geräte kann brauchen. Also mit Mobile meine ich nicht nur Handys, sondern auch Laptops, wenn man unterwegs ist, an einer Datenverbindung oder in einem Starbucks Wi-Fi, wo echt die Hälfte der Zeit nicht richtig funktioniert, dass die Verbindungen nicht abbrechen. Also es tut die Verbindungen aufrechterhalten und probiert neu zu verbinden und am gleichen Ort weiterzufahren. Ist im Prinzip ein Multiplexer wie Screen und T-Max, einfach wo er das mit dem Verbinden automatisch macht. Man kann damit sicher chatten mit Profanity. Profanity ist ein Jabber-Client für ein Terminal. Man kann damit mit OTR verschlüsselte Chats machen und so mit anderen Jabber-Clients auch kommunizieren. Das alles ist jetzt eigentlich nicht speziell. Android kann all die Sachen. Es gibt Apps für fast jedes von denen. Also Juice SSH hat zum Beispiel auch Mosh drin, es hat sicher eine GNU-Plot-Applikation, es hat sicher eine App, die LaTeX machen kann, es hat eine Python-App, wo man dann Python damit machen kann. Mit Conversations kann man genauso gut mit XMPP und Jabber, mit XMPP, Jabber-Clients chatten. Aber es ist halt so, dass Thermux das alles kann. Zusätzlich auch noch GNU-PG. Teil werden wir jetzt wohl lünchen, dass man GNU-PG-Schlüssel auf dem Handy hat, weil halt ein Android läuft und halt Google dort Finger drin hat. Aber man kann es machen, es funktioniert gut, man kann Keys erstellen, man kann Sachen verschlüsseln, entschlüsseln. Es hat Mail-Clients, die drauf laufen, wo man nicht damit kann kommunizieren. Es funktioniert also sehr gut. Jetzt einer von den wichtigsten Teilen, wo ich auch noch darauf zu sagen, zu sprechen kommen. Man kann per SSH auf Thermux verbinden. Und das bedeutet also, wenn man unterwegs ist, oder wenn man am Computer ist, kann man das Handy einstecken, man kann mit SSH auf Thermux verbinden und hat dann der Laptop oder der Computer ist dann quasi nur noch der Terminal, der zu Thermux zusammen mit Thermux kommuniziert. Was war denn etwas zum Paket? Im Thermux drin? Nein. Ja. Über das SSH dann XELF-Applikationen aufrufen auf dem Host, das geht. Das geht. Ist aber nicht vorgesehen dafür. Also, die Päckchen sind nicht so kompiliert, dass das geht. Also, alle Applikationen, die auf Thermux sind, die X11-Komponenten hätten, haben die in der Regel rausgenommen. Man kann sie selber kompilieren und dann unter anderem mit, Xephier heisst es, oder Xephier, irgend so etwas, X11-Applikationen laufen und die dann über das SSH am Laptop anzeigen. Aber das ist generell nicht dafür gemacht und man muss es selber kompilieren. Aber das ist natürlich auch wieder ein Teil von Thermux. Es ist eine Linux-Umgebung, man kann es quasi unendlich hacken und man kann fast alles zum Laufen bringen. Es hat auch Leute gegeben, die das schon gemacht haben. Also es hat, glaube ich, einen Wiki-Eintrag oder so, der das beschreibt. Oder einen Blogpost, habe ich auch schon gesehen, dass man das machen kann. Nächstes Thema ist Paketmanagement. Also Thermux kommt mit einem eigenen Paketmanager und das ist Apt. Die Debian brauchen von euch, kennen Apt. Es ist genau das. Und nichts Spezielles, also man kann wirklich Apt installieren machen und das Programm installieren und das geht dann einfach. Es hat im Moment, ich habe das erst gezählt, es hat über 650 verschiedene Pakete. Da steht also, wir sind schon eine relativ grosse Distribution in dem Sinne. Relativ viele Pakete gibt es wirklich schon. Auf Thermux. Also, man muss eigentlich fast nichts mehr selber kompilieren, wenn man Thermux braucht. Gleich, wenn man ein Debian braucht. Debian hat natürlich x-tausend mehr Pakete, aber die wichtigen sind einfach mal vertreten auf Thermux und es wird auch fast
täglich neue Pakete hinzugefügt. Mit Abt hat es ein kleines Problem. Wie es Debian macht, unter anderem Cron Jobs und so, weil das Update ausführen. Das macht Termux nicht, weil Termux ist relativ blank eingestellt. Also der Cron läuft standardmäßig nicht, weil wir ja verhindern, dass auf dem Android, wenn man Termux startet, das gibt x Programm starten, die das Handy langsam machen. Also läuft einfach mal nichts anders als Shell. Man kann Cron Jobs erstellen, Cron ist verfügbar. Aber für das haben wir den Shorthand PKG, kurz für Package, zum Programm installieren, ist ein Wrapper für apt, macht das apt-update, apt-install. Also das Package install macht apt-update, apt-install Package. Also die zuerst mal werden Termux brauchen, wäre am Anfang sicher PKG gut und die apt schon kennen, die werden sich damit mehr vertraut fühlen. Populäre Pakete, das hat ja vorhin schon ein bisschen gesagt, was man damit machen kann. Hier ist noch eine größere Auflistung. Also, Shells sind verfügbar, Bash, Fish und ZSH. Es hat auch noch mehr. Das sind echt die grossen Shells, die eigentlich die meisten brauchen. Programmiersprache hat es Python, was gleich wie bei Arch Linux Python 3 ist. Und dann hat es Python 2, Ruby, Perl, PHP, Clang, Golang, Node.js und GOG. Und die sind alle volle Pakete, alles was nicht GTK oder X11-Komponenten hat, sollte auch auf Termux laufen, ohne Modifikationen oder ohne grosse Modifikationen. Editoren sind verfügbar Vim und Neo Vim und Emacs. Emacs ist also verfügbar, ist voll da. Es hat mehr Editoren, es hat Zeil, es hat Jupp, es hat noch X, es hat Nano, die nur Nano kennen. Nano ist auch da. Ist alles vorhanden. Verschiedene Pakete, es hat der Multiplexer Temux Screen, OpenSSH, Plus Server, man kann sich damit verbinden. Core Utils ist auch drauf. Ich habe vorhin von Busybox erzählt. Das ist nur installiert, um die Installationsgröße klein zu halten. Man kann Core Utils installieren, was auf einem normalen Debian vorinstalliert ist. Das beinhaltet auch noch einmal alle GNU-Applikationen, LS, MKDIR, RM, all das Zeugs, ist dort in vollen Zügen vorhanden. TextLife ist da, man kann LaTeX machen. MediaPlayer, MPV und MPD sind da. MPV ist M-Player Fork und MPD ist der Music Player Daemon. MPV hat auch den X11-Teil total draussen. Der einzige Videocodec, der drauf ist, ist der TCT mit den Unicode Half-Block-Charakteren im Terminal innen. Aber als Musikplayer funktioniert es sehr gut. Htop ist vorhanden, um Prozesse zu sehen. Man ist vorhanden. Alle Päckchen kommen mit den Man-Pages. Man kann chatten mit WeChat für IRC. Das Programm IRC, also IRSSI, ist auch vorhanden. Profanity ist vorhanden und eben Mosh. Weiter ist es so, dass in einem normalen Debian Python-Päckchen ja auch mit apt installiert werden. Meistens ist es dann apt-install python-bindestrich, wie auch immer das Python-Programm heisst. Bei Termux haben wir das bewusst nicht gemacht, weil wir eben immer noch eine kleine Distribution sind. Man kann nicht wirklich auch fast Distribution sagen. Aber wie wir eben noch ziemlich klein sind, haben wir gesagt, wir wollen all das, was man mit den alternativen Paketmanagern, die Programmiersprachen fast alle liefern, kann installieren, die wir nicht paketieren. Also, Python kommt natürlich mit Pip. Mit Pip kann man fast alle Python-Sachen installieren. Es geht wirklich fast alles. Man kann schon sogar SciPy und NumPy installieren. Die ist ein bisschen komplizierter, steht im Wiki, wie man es macht. Die Ruby programmieren, kennen Gem. Der Bundler funktioniert auch. Fast alle Ruby-Applikationen funktionieren, unter anderem Jekyll. Meine Webseite läuft auf Jekyll und ist auch komplett in Termux programmiert und wird von dort aus generiert und deployed.
Go hat natürlich Go Get, wo man kann einfach von GitHub Sachen installieren kann. Node.js hat NPM, wo man Programme installieren kann. Und das geht eigentlich alles. Man kann damit auch selber Sachen kompilieren. Der Compiler von Termux ist Clang oder Clang. GCC ist mal verfügbar gewesen, aber Google hat gesagt, wir tun jetzt für Android GCC nicht mehr weiterentwickeln. Darum haben wir dann den Wechsel gemacht auf Clang. Clang kann aber mittlerweile fast alle C-Programme kompilieren. Und der Rest der wichtigen Build-Tools sind auch verfügbar. Also Make, Automake, Autoconf, Python und was es noch alles so gibt, ist eigentlich alles auch vorhanden. Einer für mich als wichtigster Teil von Termux ist nach die Anbindung an die Android API. Das unterscheidet auch wieder von Sachen wie GNU-Root und anderen Programmen, wo man eigentlich ein Debian oder ein Ubuntu auf einem Android installieren kann. Ist, man kann wirklich mit der Android-API, mit der Java-API kommunizieren und kann darum sehr gut mit dem Operating System Android interagieren. Es ist ein Add-on, es ist auch installierbar vom Play Store oder von Android. Und hier sind ein paar Funktionen, die man damit machen kann. Das ist jeweils der Befehl, Termux Battery Status, List Batterieinformationen vom Android geht aus und kann man dann natürlich für jenste Sachen, die man anzeigen will, brauchen oder für Programme, die laufen und etwas bestimmt ausführen, wenn die Batterie zu niedrig wird oder wenn sie eingesteckt wird. Im Screenshot sieht man, wie so der Battery Status wieder zurückkommt. Das kommt dann als JSON-Objekt zurück, wo man dann in den verschiedenen Programmiersprachen auch so weiterverwenden kann. Vibrate tut das Handy vibrieren, man kann einstellen, wie lange ist brauchen zum Notifications machen. Und eben auch Notifications kann man machen. Wirklich auch Android Notifications so machen, wo man dann auch im Notification-Menü sieht, kann man den Titel, den Text, man kann Buttons machen. Es kann SMS verschicken. Das ist sehr gäbig für gewisse APIs, die nur per SMS gehen, so wie Banken zum Beispiel, wo man dann automatisch damit kommunizieren kann. Location macht eine GPS-Abfrage. Telefonical startet ein Telefonat. Open öffnet ein File. Und das ist natürlich sehr gäbig, wenn man natürlich ein File öffnen in einer Android-App. Also wenn man zum Beispiel ein Video hat und man macht das Termux Open oder der Alias für XTG Open, tut das wirklich das Android-App dann starten, wo in der Regel das Video abspielt. Wenn es mehrere hat, kann man auswählen. Kann man zum Beispiel dann die Videos auch im VLC anschauen oder Textfiles in einem Editor außerhalb von Termux. Share macht etwas Ähnliches und tut die Share-API von dem Programm ansprechen. Also wenn man zum Beispiel ein File in Termux hat und man möchte das per E-Mail schicken, kann man ein Termux-Share machen. Dann geht die Gmail-App auf oder man kann es per WhatsApp oder Hangout oder was auch immer kann man es verschicken. Kamera-Foto macht genau das. Es macht das Foto mit der Kamera. Man kann sagen, welche Kamera das hat, die vorne oder die hinten. Wake-Lock macht genau auch wieder das. Es macht ein Wake-Lock. Die, die nicht wissen, was das ist, ein Wake-Lock sorgt dafür, dass das Android nicht in Schlafmodus geht. Wenn man ein Android-Handy zu lange nicht braucht, der Bildschirm abgestellt ist, der tut die Regel CPU abtakten, probiert Programm zu verhindern, dass sie mit dem Internet verbinden, je nachdem. Mit dem Termux Wake Clock kann man das dann so eine Wake Clock machen und wenn der läuft, sollte das Handy nicht in Schlafmodus gehen, wird mehr Batterie brauchen, aber Sachen, die im Hintergrund laufen, werden weiterhin funktionieren. Ja, im zweiten Teil möchte ich euch jetzt erzählen, wie ich Termux brauche. Und ich brauche Termux wirklich als mein Hauptbetriebssystem. Als mein Mainframe quasi. Ich tue mich dann wirklich darauf verbinden mit dem Laptop, du mich darauf verbinden, du mich
wenn ich in Öffentlichkeit bin, ich wirklich mit dem Intermux arbeiten, mein Zeug programmieren, meine Webseiten und so machen. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Angefangen habe ich damit, weil dort, wo ich arbeite, das haben wir einfach Windows-PCs. Und Sachen wie Vim und so funktionieren natürlich auf Windows-PC schon auch, aber halt nicht so gut. Und darum habe ich dann gedacht, ja, mit dem Thermux kann ich eigentlich all das auch machen. Und mit Jahren habe ich jetzt wirklich fast alle meine Sachen, die ich mache, in das Thermux verschoben. Und das mache ich aus folgenden Gründen. Das eine ist, der Formfaktor ist für mich wichtig. Mein Handy ist so ein ganz kleines Gerät. Ich habe es immer dabei und ich muss nicht den Laptop umtragen. Wenn ich zum Beispiel in die Ferien gehe und gleich meine Daten dabei haben, meine Programme ausführen können, muss ich nicht den Laptop mitschleifen, der enorm schwer ist, wenn ich noch so einen grossen habe. Und ja, jetzt nicht mehr. Die, die schon gesehen haben gestern, mein Laptop ist gestern kaputt gegangen. Es ist eine Campinglampe draufgestellt, der Bildschirm ist nur noch weiß mit schwarzen Streifen. Darum brauche ich jetzt auch den Mac, den ich eigentlich überhaupt nicht damit auskenne. Aber ich habe mich damit eigentlich mit Thermux verbinden und kann jetzt wieder alles mein Zeug machen, ohne dass ich irgendetwas müssen konfigurieren auf dem Mac. Ich habe den iTherm 2 runtergeladen und mit Homebrew ADB installiert und dann geht das. Das andere ist, für mich ist wichtig, dass alles auf einem System ist. Also, ich hatte das früher gehabt, Daten die ganze Zeit hin und her synchronisieren und dann tust du das Programm da konfigurieren und dann gehst du einen anderen PC und dann musst du dort noch einmal konfigurieren und dann sind sie nie gleich konfiguriert. Und man kann das schon alles synchronisieren, zum einen gewissen Teil, aber es wird halt dann auch mühsam. Und darum brauche ich gerne alles auf einem System. Man hat natürlich auch einfach einen Server können haben, daheim stehen, steht am Netz, kann man in SSH haben. Für mich war es auch wichtig, dass ich das Ganze machen kann ohne Internet. Ich bin das Jahr in Japan, 3 Wochen. Am ersten Tag, als ich angekommen bin, ist bei mir daheim das Internet ausgefallen. Und ich konnte nicht mehr mit meinem Server daheim kommunizieren, den ich für gewisse Sachen halt gleich noch gebraucht habe. Und das Internet ist dann für 3 Wochen lang nicht gegangen, weil ich eigentlich den Router ein- und ausstecken musste. Und dann wäre es wieder gegangen. Aber ich hatte ja mein Thermux dabei und auch wirklich alles, was ich wollte machen mit dem Server, wo Ubuntu drauf wäre gelaufen, habe ich einfach mit meinem Thermux machen können. Dann kann ich es überall anschliessen, an jeden Computer. Ihr seht, ich bin mit USB verbunden, zu dem komme ich noch dazu. Es braucht natürlich auch nicht ein USB-Kabel. Man kann sich eigentlich über Wi-Fi mit dem Handy verbinden, das funktioniert auch sehr gut. Um einen öffentlichen Ort wie dem ist es ein bisschen mühsam, aber es geht. Aber mit dem Kabel ist es natürlich gäbiger. Einstecken, verbinden, Terminal. Auf dem Handy selber brauche ich eigentlich Thermux fast nicht. Weil es hat halt Software-Keyboard. Und man kann alle Tasten drücken, es geht alles super, aber es ist halt mühsam. Darum, es ist nicht so, dass ich auf meinem Handy programmiere. Das mache ich dann doch nicht. Ich tue mich mit dem Laptop damit verbinden und brauche es als Host für mein Betriebssystem. Und mit dem Thermux verbinden tue ich einen SSH-Server laufen auf dem Handy. Tue via USB verbinden und dann mit ADB damit kommunizieren. ADB ist Android Developer Bridge oder Android Device Bridge, wo die Entwickler von Android Apps brauchen, um mit Android zu kommunizieren. Hat aber auch ein sehr gutes Netzwerk-Tool drin. Mit dem ADB Forward kann man wirklich den Port vom Handy über USB an Localhost bringen. Der Standardport von SSH auf Thermux ist 8022, weil 22 der Standardport Root braucht. Man kann es konfigurieren, wenn man Root hat. Aber Standard ist 8022, darum ist jetzt hier der Befehl Forward TCP Double Punkt 8022. Und dann kann ich auch quasi SSH Localhost minus P8022 verbindet mich mit meinem Handy.
Umgebung da ist Temux. Temux, die es kennen, es ist ein Multiplexer, ähnlich wie Screen. Screen wäre auch verfügbar für die, die ein bisschen älter sind. hilft natürlich sehr gut drin, die Session so unter Kontrolle zu halten. Temux selber kann mehrere Sessions starten, aber wenn man das im Temux macht, kann man natürlich dann, mit einer SSH-Verbindung auf die verschiedenen Stelloberflächen zugreifen. Man kann splitten, man kann Tabs machen, es funktioniert alles sehr gut. Und das Beste da ist natürlich, dass wenn ich in der Bude bin, ich arbeite dort etwas, habe alle meine Sachen offen, es ist schön, aber ich gehe heim. Ich stecke mein Handy aus, gehe heim. Daheim kann ich wieder anstecken. Alles mein Zeug ist gerne offen. Ich möchte noch sagen, was für Programme sie als ich persönlich brauche auf Temux. Und es sind eigentlich fast alle. Und eigentlich auch fast alle meine Android-Apps mit Temux ersetzt. Also ich brauche keine E-Mail-App mehr auf meinem Handy. Ich brauche Matt und Getmail für Mails zu synchronisieren. Ist im Temux verfügbar. Für Musik zu lassen brauche ich nicht mehr den PowerAmp, sondern ich brauche jetzt MPD plus NCMPCPP. NCMPCPP. Wir hatten vorhin auch in einem Screenshot gesehen, funktioniert sehr gut dort. Die Musiklibrary auch zu verwalten. Ist dann eigentlich so, dass ich alles auf einem Gerät habe. Es geht hauptsächlich bei mir um Synchronisieren, also ich muss synchronisieren, funktioniert alles gut. Die Slides, habe ich auch schon gesagt, sind in LaTeX gemacht. Ich bin Webentwickler und für meine Entwicklungsumgebung läuft also auf Temux, Nginx und PHP. Kann ich eigentlich alles, was ich programmieren will, als Webseite auch auf Temux machen. Und dann eigentlich nur noch bei uns auf den Server deployen. Chat. Tue ich so wenig wie möglich Alternativen brauchen, nur bei den Leuten, die wirklich nichts anderes als jetzt WhatsApp haben. Bei allen anderen brauche ich Jabber. Im Profanity und mit Luxer. Tue ich im WeChat kommunizieren. Mit dem IRC-Client. Podcasts hatte ich vorher Pocketcast, kann man auch empfehlen, aber im Temux geht es halt auch. Und für mich, wenn etwas im Temux auch geht, dann mache ich es im Temux. Für das brauche ich Greg. Ist installierbar über PIP mit Python plus MPV, um sie nicht abzuspielen. Feedreader brauche ich Newspointer. Als RSS-Feedreader kann man RSS-Feeds abonnieren und tracken, was hat man schon gesehen. Dort habe ich mir auch ein Skript geschrieben, wo je nachdem mit welchem Laptop, das ich jetzt verbunden bin, tut es auf diesem Laptop dann auch, wenn ich im Newspointer etwas öffne, geht es dann im Browser auf dem entsprechenden Laptop auf, wo ich mich gerade damit verbunden habe. Ist also sehr gäbig. Backups von meinem Handy mache ich mit Cron-D und R-Sync. Macht irgendwie einmal pro Nacht tut's meine gesamte SD-Karte spiegeln auf meinem Server daheim, wo es dann noch weiter Versionskontrollen und so hat. Und Offsite-Backups gehen auch von dort weiter. Backups sind für mich sehr wichtig, weil alle meine Daten sind auf meinem Handy. Ich habe 128 GB SD-Karte drin, alle meine Musik, alle meine Bücher, alle meine Dokumente sind in diesen 128 GB drin. Sachen, Filme und so, wenn ich sie dann einmal geschaut habe, dann ist sie so wieder drauf löschen, weil sonst gehen die 128 GB halt sehr schnell voll. Sobald sie günstiger werden, 256 GB. Ja, jetzt komme ich doch langsam zum Ende von dieser Präsentation. Ich werde in einer halben Stunde in drei Viertelstunden, man sieht es auf dem Fahrplan, in einer Viertelstunde schon? Ja, ich glaube, ich habe jetzt eine Pause dazwischen. Dann noch.
Aber ich habe relativ gleich habe ich den Workshop im Hack Center oben, wo man also durch die wichtigsten Teile von der Thermux-Installation durchgeht. Und als Wichtigste ist das SSH-Server konfigurieren und darauf verbinden. Weil sobald man das gemacht hat, kann man dann mit der richtigen Tastatur tippen, mit einem grossen Bildschirm, von dann an kann man es hacken. Ich bin eigentlich relativ glücklich mit meinem Akkuverbrauch, weil es hat auch dafür geführt, dass ich relativ viele andere Android-Apps deinstallieren konnte. Unter anderem eben Chat-Programm wie Facebook Messenger und so, wenn ich jetzt alles nicht mehr brauche, oder E-Mail-Clients, die sich synchronisieren, synchronisiert alles das Thermux im Hintergrund, braucht eigentlich nicht so viel Akku. Von dem her. Und man kann es dann natürlich auch gerne deaktivieren. Man kann zum Beispiel, ich habe ja Thermux AP gezeigt mit der Battery Status, wo oder angeht, ob das Handy eingesteckt oder ausgesteckt ist. Man kann natürlich das Handy so konfigurieren, also man kann dann so konfigurieren, dass es weniger häufig E-Mails synchronisiert oder Sachen macht im Hintergrund mit Kronen, wenn das Handy nicht eingesteckt ist. Aber es ist mir auch nicht aufgefallen, dass es enorm viel Strom brauchen würde. Man muss halt einfach dazu schauen, wenn eine Morse-Verbindung offen ist, die ganze Zeit braucht es viel Strom, weil es dann immer mit dem Internet muss verbunden sein und immer ein bisschen Daten hin und her schicken. Aber das hat schon mit anderen Apps auch. Wenn man gerade einfach so nichts macht und nur ein paar Shells offen hat und keine Programme mehr wirklich aktiv laufen, ein NeoVim, der einfach läuft und nichts macht, merkt man eigentlich nicht gross. Weitere Fragen? Du hast gesagt, dass all deine Daten und Programme und alles auf deiner SD-Karte ist. Wenn dir dieses Mobile gestohlen wird, ist das irgendwie verschlüsselt? Die wichtigen Sachen, die ich auf meiner SD-Karte habe, die sind mit GPG verschlüsselt. Also alle meine Dokumente und Notizen sind mit GPG verschlüsselt. Es kann mich natürlich auch die Android-Funktionalität brauchen, um die SD-Karte selber zu verschlüsseln. Das geht also auch. Aber die unwichtigen Daten wie Musik und Film und so, die sind jetzt nicht einfach generell verschlüsselt. Echt nur das Wichtige, da muss ich halt echt nachher selber schauen, was ist jetzt eine wichtige Datei und was nicht. Aber das ist transparent für dich entschlüsselt, wenn du eingeloggt bist? Oder musst du dann jedes Mal verschlüsseln, entschlüsseln? Es ist nicht transparent verschlüsselt, also es ist wirklich GPG, wo dann einzelne Dateien so verschlüsselt, wenn man es halt öffnen will, muss man es halt entschlüsseln. Wenn man es transparent machen will, würde ich eben die Android-Funktionalität brauchen, wo man irgendwo in den Settings aktivieren kann und dann geht es ein paar Stunden, bis alles verschlüsselt ist. Dann ist es wirklich so, dass wenn man im Handy eingeloggt ist, sind die Daten wirklich auch transparent so verschlüsselt. Und in der neueren Android sind alles, was im internen Speicher ist, ist per Standard auch so verschlüsselt. Und Thermux selber lebt im internen Speicher. Ist einfach, der externe Speicher ist auch verfügbar, wo halt alle meine Daten nachher auch sind, ausser .files. Weitere Fragen? Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Und bin eben auch im Hackcenter, könnt ihr mich auch jederzeit ansprechen, wenn ihr eine Frage habt.